So, nun mache ich mal ein Tutorial über diesen 2 mal 3 mal 3. Zuerst einmal müssten wir die Notation abklären. Das wäre dann einmal dadurch, dass wir hier nur so zwei Ebenen haben, können wir den hier immer nur um 180 Grad drehen. Genauso wie den linken oder den vorderen oder den hinteren. Aber den oberen und den unteren könnten wir jeweils um 90 Grad drehen. Also R wäre die rechte hier um 180 Grad und R' wäre dasselbe wie R, auch um 180 Grad. Da tut sich aber nicht viel. Deswegen ist R dieser rechte, L dieser linke, F der vordere und U wäre 90 Grad im Uhrzeigersinn. Und U' wäre 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Genauso D wäre 90 Grad im Uhrzeigersinn und U' 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. So viel zu dieser Notation. Nun lösen wir diesen Würfel. Zuerst einmal gucken wir uns an, wie viel hier unten. Ich beginne mit Orange und habe hier schon direkt einen Orange-Grünen. Neben dem Orange-Grünen muss jetzt hier irgendein weiterer Mittelstein hin. Wie wir jetzt sehen, brauche ich hier einen grün-orangen Eckstein. Der ist schon zufälligerweise hier. Daran sehe ich jetzt, dass der hier richtig ist. Die passen zusammen. Dass hier ein gelber hin muss, weil hier zeigt er gelb dahin. Das heißt, ich suche mir meinen gelben Stein, der ist hier. Und drehe mir einfach hier einmal 180 Grad nach unten. Jetzt habe ich die beiden. Jetzt brauche ich noch einen gelben mit Orange, gelb-orange. Dieser ist hier schon drin gewesen, aber wie wir sehen, haben wir hier den anderen. Gelb-orange, der kommt hier hin, weil der passt ja hier nicht richtig rein. Das heißt, der muss hier hin. Und der als weitere Farbe blau. Bedeutet, wir brauchen hier einen orange-blauen. Der ist schon hier. Den drehen wir einfach um 180 Grad runter und haben hier. Dann bleibt noch ein einziger Stein übrig, das wäre hier, dieser weiße. Und den setzen wir auch ein. Wenn wir dies haben, haben wir hier schon mal so ein Plus. Die Steine fügen wir jetzt ein. Dazu suchen wir uns auf der oberen Ebene erstmal einen orangen Stein. Hier haben wir einen. Den setzen wir über die Farbe, wo er hingehört, über den Stein, wo er hingehört. Wir wollen ihn zwischen grün und orange-gelb einsetzen. Und jetzt kommt der erste Algorithmus, wenn wir ihn hier drüber haben. R, U, R, U-Strich, R. Somit ist er hier jetzt eingefügt. Jetzt haben wir hier unseren nächsten Orangen. Der kommt hier über blau und gelb. Und jetzt fügen wir den Algorithmus nochmal von gerade aus. R, U, R, U-Strich, R. Auch drin. Jetzt haben wir hier oben kein Orangen mehr. Natürlich gibt es auch den Fall, dass wir noch nicht ganz den Würfel gelöst haben, aber hier oben keinen Orangen haben. So würde das aussehen. Wir haben hier alle Orangen unten, aber die beiden sind falsch. Um dies zu lösen, setzen wir erstmal hier irgendeinen roten Stein ein. Dazu führen wir wieder einen Algorithmus aus. R, U, R, U-Strich, R. Jetzt haben wir auf der oberen Ebene unseren orange-gelb-grün-weißen, setzen ihn über diesen Stein hier und tauschen damit die beiden Steine aus. R, U, R, U-Strich, R. Jetzt ist er hier richtig drin und hier können wir unseren letzten jetzt einfügen. R, U, R, U-Strich, R. Somit hätten wir die erste untere Ebene hier gelöst. Weiter geht's mit der oberen Ebene hier. Und dazu müssen wir erstmal diese Ecksteine richtig orientieren. Dieser blau-rot-weiße ist schon an der richtigen Stelle. Hier ist er nicht an der richtigen Stelle und hier.
Wir haben zwei richtige und zwei falsche. Haben wir zwei diagonal liegende, das wäre der erste Fall. Dann halten wir einen nach rechts und einen nach links. Rechts unten und links oben. Und führen dann den folgenden Algorithmus aus. R, U, R, U-Strich, R, F, U-Strich, F, U, F. Und somit kommen wir dann zu dem zweiten Fall, dass zwei nebeneinander liegende richtig sind. Die beiden sind falsch und die beiden sind richtig. Wenn die beiden richtig sind, dann halten wir die nach links. Die richtigen nach links. Und jetzt führen wir Algorithmus von gerade nochmal aus. R, U, R, U-Strich, R, F, U-Strich, F, U, F. Und dann nochmal U-Strich zum Schluss. Aber das ist nebensächlich, das sieht man ja auch so, dass hier grün hin muss. Und somit hätten wir jetzt den Fall gelöst, dass wir die Ecksteine richtig haben. Im letzten Schritt kann es sein, dass mehrere vertauscht sind. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal nur angucken, dass wir zwei Algorithmen haben. Einmal, dass wir zwei gegenüberliegend tauschen können oder zwei benachbarte. Da ich sehe, dass dieser gelbe hier rüber muss, können wir auf jeden Fall die beiden schon mal tauschen. Dann kommt der gelbe hier hin und dann müssen wir nur noch die beiden tauschen. Also jetzt, um die beiden gegenüberliegenden zu tauschen, benutzen wir folgenden Algorithmus. R, U2, R, U2, R, U2. Jetzt ist der richtig, der war schon richtig und auch die beiden sind zu lösen. Sobald hier mehrere sind, müsste man einfach nur in mehreren Kombinationen diese zwei Algorithmen ausführen. Und jetzt kommt der zweite Algorithmus, um die beiden zu tauschen und der ist etwas länger. R, U, R, U, R, U2, R, U2, R, U, R, U-Strich, R. Und somit hätten wir dann einmal den kompletten Würfel gelöst.